Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbau-Video. Ich hoffe, dass ich jetzt auch wirklich dran denke, an Aufnehmen zu klicken. Aber da oben ist gerade Beenden irgendwie gehighlightet und nicht aufzeichnen. Ja, deswegen denke ich, dass ich diesmal alles richtig mache. Ich hätte nämlich gerade eine richtig schöne Einleitung. Ja, nur habe ich dabei nicht aufgenommen. Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir müssten heute Freitag haben. Sollte ich das Video rechtzeitig hochladen können, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es passiert. Ja, gestern war Feiertag. Ich denke mal, dass er überall in Deutschland war. Ich wohne ja hier in Baden-Württemberg und ja, wir haben ja, ich glaube, neben Bayern haben wir, oder ich glaube, wir haben in Deutschland so die zweitmeisten Feiertage. Ja, kann sein, dass ich davon ein bisschen verwöhnt bin, von den vielen Feiertagen, aber ich hoffe, ihr hattet gestern auch einen Feiertag und wenn nicht, dann hoffe ich trotzdem, dass euer Tag schön war. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ich denke da irgendwie nie dran, wann Feiertage sind und ich merke es eigentlich meistens nur daran, wenn irgendwie die Professoren dann, wie keine Ahnung, schon Mittwoch sagen, ja, bis nächste Woche und dabei hätten wir ja nicht am nächsten Tag noch eine Vorlesung. Ja, ich komme da irgendwie immer nie so ganz mit, wann Feiertage sind und wann nicht. Ich meine, die wichtigen kenne ich, also Ostern, Weihnachten und so, so kein Problem, wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Ja, aber gerade sowas wie Christi Himmelfahrt, Vatertag oder, ich glaube Vatertag ist das dieses Mal ein Christi Himmelfahrt. War das schon? Ich weiß es nicht. Ja, bevor ich mich jetzt hier noch mehr zum Depp mache, weil ich mich nur mit Daten auskenne und Feiertagen, erstmal ein bisschen was zu dem Haus hier. So, dieses ganze Prinzip sollte euch ja vielleicht schon bekannt sein. Also, ich gehe mal schwer davon aus. Also, dieses Haus hier zählt wieder zu der Base Game Plus Reihe. Da baue ich mit dem Hauptspiel und noch mit ein paar weiteren Packs. Also, hier hat es jetzt mal wieder Hunde und Katzen getroffen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Mir ist auch gerade, als ich das Video eigentlich schon mal nachkommentiert habe, aber nicht aufgenommen habe, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich eigentlich hier ein bisschen nach einer Vorlage gebaut habe. Das hätte ich auch vergessen, wäre es mir nicht gerade so spontan reingefallen. Aber ich glaube, nur so ein bisschen die Vorderseite und ich glaube, so irgendwie nur mit diesem Vorsprung und dann mit diesem kleinen Seiteneingang. Ich glaube, das war so ziemlich das Einzige, was ich davon genutzt habe. Aber ich traue mir so viel zu, dass ich dieses Mal dran denke. Also falls ihr die Vorlage sehen wollt, die müsstet ihr in der Videobeschreibung finden. Was ich auch hoffe, was ich irgendwann mal die nächsten Tage hinkriege, ist die ganzen Videobeschreibungen zu aktualisieren. Ja, denn das hat die letzten paar Wochen so ein bisschen gelitten. Ich glaube, ich habe schon seit einem halben Jahr oder so, habe ich die Videobeschreibung nicht mehr aktuell, also besonders was die Packs angeht. Ja, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie die letzten Wochen immer wieder verplant. Aber jetzt, so dieses lange Wochenende, habe ich ein kleines bisschen mehr Zeit und ja, ich bin guter Dinge, dass da die Videobeschreibungen dann auch irgendwann mal wieder halbwegs aktuell sind. Apropos Videobeschreibungen, ich habe da die letzten paar Wochen auch nicht dran gedacht, dass man das ja irgendwie mal vielleicht ankündigen könnte. Aber für alle, die sich immer so ein bisschen belästigt gefühlt haben, dadurch, dass ich dann auf Twitter meine ganzen Grundstücke geteilt habe, keine Sorge, wir haben dafür jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit welcher Zeit, ich glaube seit, ja, auf jeden Fall wieder schon seit letztem Jahr einen extra Twitter-Account, da ja, passiert eigentlich nicht viel mehr, als sonst auf meinem alten immer passiert ist. Nur ist der Spiel halt ganz speziell für Sims und ja, da teile ich immer meine ganzen Grundstücke und ja, keine Ahnung. Also wenn ihr Twitter nutzt und dann wirklich nur an Sims interessiert seid, das ist ein Account, da werdet ihr wirklich nur mit Sims bombardiert. Ja, ich meine, mein Gott, vielleicht ein anderer Post hin und wieder mal, aber größtenteils Sims. Das wäre nicht auch irgendwie eine gute Video oder eine gute Beschreibung für meinen Twitter-Account. Muss ich mal irgendwie ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, aber wir kommen jetzt hier erstmal zu dem Haus. Ihr seht schon, das Haus ist relativ klein. Ich glaube, ich habe das Ganze trotzdem auf einem 30x20 Grundstück gebaut. Also glaube ich zumindest. Ich habe ein bisschen Probleme, so generell Grundstücksgrößen so anhand von dem Bild zu erkennen. Aber es müsste 30x20 groß sein. Und ja, also wir haben ein Schlafzimmer, beziehungsweise wir könnten, weißt du, wenn ihr da so ein bisschen was umbaut, dann könntet ihr rein theoretisch im oberen Stockwerk auch noch ein Schlafzimmer reinkriegen. Also wenn man da ein Einzelbett hinstellt, sollte das eigentlich ganz gut gehen. Also denke ich zumindest mal. Ja, also ich weiß nicht, ich habe momentan so das Gefühl, ich bin ja am Anfang immer davon ausgegangen, dass die Häuser, die ich baue, dass die zu diesen Tiny Houses zählen. Aber scheinbar sind es gar keine Tiny Houses, also wirklich Mini-Häuser sind ja nochmal eine ganze Spur kleiner. Ich habe eigentlich, also wie gesagt, ich habe eigentlich immer gedacht, dass meine Häuser
so klein sind, dass sie dazu zählen. Aber meine Häuser sind wohl wirklich nur klein und nicht so klein, dass sie schon ja, dazu zählen. Also die sind irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, aber ich bin mit nichts Halbem und mit nichts Ganzem auch eigentlich ganz zufrieden. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir manchmal schon überlegt, ob meine Häuser nicht so auf Dauer immer ein bisschen zu klein sind. Aber ich weiß nicht, eigentlich bin ich immer ganz zufrieden damit. Und ich meine, ich bin momentan dabei, ein paar größere Häuser zu bauen, allerdings... Ja, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie lange bei mir ungefähr etwas größere Häuser dauern. Also ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, die ganzen Häuser zu bauen. Also dieses Haus ging relativ schnell, auch das ganze Video dazu. War alles ganz gut, aber ja, wenn dann halt so ein Haus kommt mit 5 oder 6 Schlafzimmern für 7 oder 8 Sims, ja, das kann eine Weile dauern. Deswegen kann ich da auch jetzt keinerlei Versprechen machen, was irgendwie so in den nächsten paar Wochen kommen wird. Beziehungsweise... Ich habe vorhin so ein bisschen meine ganzen Ordner durchgeschaut, in denen ich die ganzen Screenshots von meinen Häusern habe, und da habe ich so ein bisschen mit mir selber geredet und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe tatsächlich ein Hausbauvideo, das ist quasi fertig und ich habe es nie veröffentlicht. Und ich habe mir mal geschaut, so wann ich das Video eigentlich mal veröffentlichen wollte. Und ja, surprise, surprise, es war eigentlich 2017 geplant, aber wir haben... bald das 2019 zur Hälfte rum und ich habe irgendwie das Video nie komplett fertiggestellt, nie nachkommentiert und nie hochgeladen. Ja, ich meine, ihr könnt euch freuen, denn es ist ein Haus mit unglaublich viel Geschichte. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wann auch immer ja, ich es irgendwann mal nachkommentieren werde. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ihr könnt euch dann auch drauf freuen. Ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich euch nicht wieder mal an einer Umfrage teilnehmen lasse, was denn so in der nächsten Zeit für Videos kommen sollen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich schon alle Videoslots ein bisschen verplant. Also was vor allem in den nächsten paar Wochen dann kommen wird, sind mehr Häuser, die mit weniger Packs gebaut sind. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie so das Gefühl, dass ich das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe. Und ich meine, dieses Haus hier ist schon mal ein ganz guter Anfang. Wir haben ja wie gesagt schon nur das Basisspiel und Hunde und Katzen. Ja, ich glaube, es ist immer nie so schlecht, wenn man so zwischendrin mal ein Haus baut, das... bei dem man sich nicht komplett austoben kann, dass man selber irgendwie mal noch so ein bisschen eine Challenge hat. Da habe ich tatsächlich mich gestern mit einer Freundin drüber unterhalten, die hat sich Sims 4 gekauft. Ja, ich habe es nicht angekündigt, denn als ich es hätte ankündigen können, wusste ich noch gar nicht, dass es Sims 4 kostenlos gibt. Also Sims 4 gab es, ich glaube letzte Woche, gab es kostenlos zum Runterladen. Aber ich denke, das habt ihr sowieso irgendwie an jeder Ecke vielleicht mal mitgekriegt. Ja, da hat sich auf jeden Fall diese besagte Freundin ein Spiel runtergeladen und sie hat halt nur das Basisspiel und hat halt schon total davon geschwärmt und wie schön teilweise die Haare von Kleinkindern aussehen und dem allem. Und da ist mir dann mal wieder aufgefallen, was für coole Sachen es eigentlich im Basisspiel gibt. Und ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, dass ich davon vieles gar nicht mehr nutze, weil ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel meine eigentlichen Lieblingsbücherregale habe ich immer durch andere Bücherregale ersetzt und so geht es mir wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen anderen Objekten auch. Ja, deswegen, ich habe auf jeden Fall vor, mir ein Bastelspiel zu bauen. Also, ich weiß nicht, vielleicht, falls bei euch mal ein bisschen der Spielspaß fehlt, vielleicht sich einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, einfach mal sowas machen, irgendwie eine Challenge spielen, irgendwie, wenn ihr auch gerne Häuser baut, irgendwie mal mit ganz wenigen Packs bauen oder, ich weiß nicht, da gibt es ja ganz, ganz viele Challenges, mit denen man sich den Spielspaß vielleicht wieder so ein bisschen holen kann, sollte er mal verloren gehen. Und mir ist gerade aufgefallen, als ich die ganzen Näpfe platziert habe, also ich habe zum einen dieses ganze Haus hier, es ist perfekt für Hunde angerichtet und wir haben 3 Näpfe, was nicht bedeutet, dass wir hier Platz für 3 Hunde haben. Also ich meine, klar, wir haben jetzt schon genug Fressmöglichkeiten für 3 Hunde. Aber ich habe mir bei diesem Haus überlegt, dass hier vielleicht eine Art Hundetrainerin drin leben könnte. Also wir haben ja einen relativ großen Garten und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da vielleicht so mit den Hunden immer rausgeht. Es ist ja auch alles ganz schön eingezäunt. Und ich weiß nicht, dann bringt man vielleicht den Hunden irgendwas bei, vielleicht so ein bisschen, ja, wohl so ein so Tagesmuttermäßig. Ich glaube nicht, dass es, ich meine, es heißt nicht Tagesmutter für einen Hund, aber so ein bisschen Daycare von einem Hund. So kann ich mir das irgendwie vorstellen. Oder vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, Hundetrainerin, Hundepsychologin, ich weiß nicht, sind Hundepsychologe so ein Ding? Ich weiß immer nie, wo kann man sagen, okay, sowas macht Sinn. Irgendwie so ein Job macht Sinn oder generell solche Sachen machen Sinn oder wann ist es schon wieder Quatsch? Ich weiß nicht, ich meine Tierpsychologen,
kann man die Tierpsychologen ernst nehmen? Ich weiß es nicht. Also wenn man die Tierpsychologen so richtig ernst nehmen kann, dann wohnt hier eine drin. Wenn nicht, dann wohnt hier irgendwie eine Hundetrainerin drin oder einfach nur eine Person, die gerne Hunde hat. Ich habe hier witzigerweise nicht dran gedacht, den Sims irgendwie ein Hundebett oder sowas zu geben. Ja, also solltet ihr da eine Person drin haben wollen, die auch wirklich selber einen Hund hat und nicht immer nur auf andere Hunde aufpasst, denen irgendwas beibringt, wie auch immer. Ja, dann wollt ihr das vielleicht ergänzen, da war ich nicht so ganz bei der Sache beim Bauen, wie man es auch ja sonst meistens von mir kennt. Ich glaube, mich dran zu erinnern, dass ich, während ich dieses Haus gebaut habe, Umbrella Academy angeschaut habe, zumindest so, ich weiß nicht, bei der Ecke muss ich da irgendwie gerade dran denken. Und meistens ist ja mein Gedächtnis, was das angeht, komischerweise echt gut, auch wenn mein Kurzzeitgedächtnis in den letzten Wochen echt besorgniserregend nachgelassen hat. Aber ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie ganz gut merken, so wenn ich irgendwas baue, was ich nebenher gemacht habe oder auch welches Lied ich gehört habe. Oh ja, das passiert mir auch sehr oft. Und wie gesagt, ich glaube, dass ich hier nebenher so ein bisschen Umbrella Academy angeschaut habe. Ja, war es eine sehr, sehr wichtige Info. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch zu dem Haus sagen kann. Ich glaube, das war es eigentlich schon. Wir haben hier oben so einen kleinen Bürobereich, da kann man dann irgendwelche Papiersachen regeln. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich, was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, vor allem hier wegen dem Bild, dass vielleicht von der Person, die hier wohnt, vielleicht schon irgendwie der Opa oder der Papa schon so in dem Bereich gearbeitet hat und dass dann auch deswegen da dieses Bild hängt. Und wie auch ich hier schon angesprochen habe, ja, der Außenbereich. Und hier habe ich versucht, so eine Art Jalousie zu platzieren. Und ihr seht, dass es mich wirklich fast um den Verstand gebracht hat, weil es einfach nicht funktionieren wollte. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Man müsste das Spiel fragen und nicht mich. Vielleicht habe ich mich ein bisschen doof angestellt beim Bauen. Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade schon gedacht, dass ich irgendwie vergessen habe, hier so diesen Teil hier mit aufzunehmen, aber nee, scheinbar habe ich es nicht, da hat nur die Videolänge so ein kleines bisschen getäuscht. Ja, wir sind auch damit, wie ihr seht, schon am Ende vom Hausbau-Video, jetzt kommen noch so ein paar Screenshots. Also ich finde es wirklich sehr schön, es sieht sehr gemütlich aus, mir gefällt die ganze Farbe von außen und ich weiß nicht, auch mit diesen ganzen Lichteffekten, da kann ich ja immer gefühlt 8 Jahre davon schwärmen, wie schön dieses Spiel aussieht seit dem Update mit dem Lichteffekt. Ach ja, falls ihr euch das Haus runterladen wollt, könnt ihr gerne tun. Meine ID ist Simone-NotSimone, wie jetzt, glaube ich, schon mehrmals angedeutet. Ich habe nur das Basisspiel verwendet und Hunde und Katzen. Also, wenn ihr die beiden Packs habt, reicht es schon, dann könnt ihr dieses Haus komplett nutzen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis nächsten Freitag. Oh wow, ausnahmsweise meine andere Verabschiedung.